Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder mit Spieltagstipps zum 15. Spieltag der Bundesliga. Viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, wie eure Tipps sind. Und und da sind wir auch schon bei dem Spieltag. Ja, Dortmund gegen Gladbach. Ein Duell des Ruhrpotts und ich gehe davon aus, dass es ein Unentschieden wird und deswegen glaube ich, es wird 0-0. Ja, genau. Leverkusen-Stuttgart, glaube ich tatsächlich, dass Leverkusen jetzt den Schuss bekommen hat, beziehungsweise den Push und gehe von 2-0 für Leverkusen tatsächlich aus. Einfach weil ich glaube, denn die haben sich freigeschossen gegen Union mit dem 5-0. Und da geht es jetzt rund. Hoffenheim-Wolfsburg ist für mich auch ein Spiel, was so typisch unentschieden ist irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich denke, es wird ein Unentschieden, genau. Augsburg-Bochum. Glaube ich tatsächlich, dass Augsburg das macht mit einem 2-1. Auch wenn es schwer gegen Bochum wird, aber... aber Augsburg macht das. Hertha gegen Köln. Da denke ich tatsächlich auch, dass es ein Unentschieden wird. Oh mein Gott, das ist halt der Spieltag des Unentschieden. Egal, ich glaube, das wird ein Unentschieden, weil, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird ein Unentschieden. Beide werden sich nicht schenken und So. Werder gegen Leipzig. Schwieriges Spiel, aber ich glaube, da ist mehr drin als gegen Bayern tatsächlich. Auch wenn Leipzig mit Tempo kommt, so, aber ich glaube und hoffe, dass es vor der Pause nochmal einen Sieg für Bremen gibt und deswegen tippe ich da ein ganz knappes 1-0 für Bremen. Und schwierig, aber es ist machbar. Machbarer als gegen Bayern. So, und damit sind wir auch bei den Bayern. Die spielen nämlich gegen Schalke. Da glaube ich aber, das wird ein 3-0 für Bayern. Einfach weil die so eine Wucht mit sich bringen und das ist kaum zu verteidigen eigentlich. Ja. Auch wenn Schalke sich vermutlich viel hinten reinstellen wird, aber ich glaube, Bayern durchbricht das und gewinnt mit 3-0. Frankfurt gegen Mainz, glaube ich tatsächlich an einen Sieg für Frankfurt und zwar mit 2-0. Einmal weil Frankfurt gerade extrem gut drauf ist, meine ich. Und genau. Union gegen Freiburg, da ist schon wieder tatsächlich ein Unentschieden meiner Meinung nach. Und zwar ein 0-0. Ein ganz langweiliges 0-0. Viele Unentschieden, aber das ist so mein Gefühl und das, was ich glaube und deswegen sind das meine Tipps. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Tipps sind oder ob ihr mit den Tipps geht und was ihr anders tippen würdet. Lasst gerne ein Like auf dem Video da und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ganz wichtig auch, aktiviert die Glocke, damit ihr gar nichts mehr verpasst, wenn ihr Abonnent seid. Dann kriegt ihr jeden Upload mit und könnt dann immer direkt zugreifen, ja? Genau, das haben wir. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.